Jedes Jahr wandern im Südtiroler Schnalztal ein paar tausend Schafe über die Gletscher hinüber ins österreichische Ötztal auf ihre Sommerweide. Ein Spektakel, das es so in den Alpen kein zweites Mal gibt. Seit zwei Tagen sind Schäfer und Schafe schon unterwegs. Sie kommen aus dem Finchgau oberhalb von Meran. Dort regnet es im Sommer zu wenig und auf den trockenen Finchgauer Wiesen werden die Schafe nicht satt. Darum ziehen die Schäfer seit Jahrhunderten mit ihren Herden hinüber zu den fetten Grasmatten des Ötztals, wo die sommerliche Gletscherschmelze die Wiesen wässert. Es ist spät am Abend, Treiber und Tiere sind müde von dem langen Marsch durchs Schnalsertal und nun geht's zum Schlafen ins Gatter. Morgen ist ein schwerer Tag. Sie müssen hinauf aufs 3000 Meter hohe Hochjoch und dann über den Gletscher. Die Reise in die Ötztaler Sommerfrische unternimmt Familie Schaf natürlich vollzählig. Auch die Kleinsten dürfen mit. Da sind die Schäfer schon mal Kindermädchen. Im Gatter beginnt jetzt das große Sortieren. Die Schäfer schauen nach ihren Böcken und Mutterschafen. Sind alle da? Gibt es Verletzte? Dann bekommen die Tiere die Kennzeichen ihrer Besitzer. Die sprühen ihnen ihre Farben aufs Fell. Ordnung muss sein. Schließlich ist das hier kein Sonntagsausflug, sondern das harte Geschäft der Schafzucht. Die Lämmchen dürfen sich noch mal stärken. Papa und Mama Schaf genießen zum Abendbrot das saftige Schnalsergras. Mit der Dämmerung beginnt im Gatter das große Schlafen der Schafe. Das haben sie nötig, denn morgen wartet ein schwerer Tag auf sie. Drunten im Tal trainieren nach Feierabend die Peitschenknaller. Das sogenannte Geuselschnolzen ist wieder stark in Mode. Früher verständigten sich so die Hirten in den Bergen. Die Knaller waren wie Morsezeichen. Heute ist es ein Sport, in dem auch Meisterschaften ausgetragen werden. Und die Schnalztaler Geuselschnolzer gehören zu den Besten. Katharina ist sogar Südtiroler Frauenmeisterin. Nach dem Training braucht's dann eine Prise Schnupftabak, damit die Atemwege wieder frei werden. Und einen Drink in Didis Bar zur Erholung. Hier mixt der Chef von ihm selbst kreierte Cocktails der Spitzenklasse. Denn Didi Weithaler ist Südtiroler Vizemeister der Barkeeper. Nun wollen wir aber von Katharina wissen, wie das so geht mit dem Geuselschnolzen. Aber wichtig ist einmal, dass man die richtige Technik macht. Weil wenn die Technik nicht passt, dann kracht es nie so. Dann kannst du auch mit Kraft gehen, dann kannst du auch andere Sachen versuchen. Es muss einfach die Technik passen. Wenn dir nochmal passt, dann kannst du alles probieren. Lass mal probieren.
Wo habt ihr denn neue Auftritte? Auf verschiedene Veranstaltungen, auf Kirchweihfesten. Wir wurden schon mal bei einer Hochzeit eingeladen, Albenfest, unser großes Sommerfest. Dann haben wir die Meisterschaft eben und eigentlich jeder Verein macht so ab und zu eine kleine Meisterschaft auf einem Album oder so, wo man auch allen wieder eingeladen wird. Wie viele gibt es denn auch Vereine in Südtirol? Boah, ganz viele. Eigentlich kannst du sagen, an jedes größere Dorf oder an jeder größere, sagen wir mal, Ortschaft, Tal oder so, hat eigentlich einen Verein schon bald. Mit am Tisch sitzt auch Moni Weithaler, die Wirtin vom Berghotel Tirol. Sie ist die gute Seele der Geuselschnolzer und neuerdings ein Filmstar. Ja, eben, bin so haben sie an Kinofilm gedreht, vor dem Winter. Ja. Eine Buchverfilmung, Das finstere Tal von Thomas Willmann. Und ja, das ist ja österreich-deutsche Produktion. Und dann, haben sie eben dann zeigt Moni stolz ihre Fotos von den Dreharbeiten. Sie und ihr Vater spielten ein Metzger-Ehepaar. Wohlgemerkt, in Februar haben wir gedreht, gell, bei minus 13 Grad. Ja. Das ist ihr Vater? Das ist mein Vater. Der ist super geil. Mhm. Im Frühjahr haben wir der Papa und ich als Schlechter sozusagen, als Metzger und Metzgerfrau. Er hat mir sozusagen die Sau schlachten und irgendwie das Blut rühren. Da war ja Tobias Moretti. Doch, also die Hauptrolle hat doch Sam Riley gespielt. Mhm. Was ein Talking Cell. Hell ist der, was soll er umbringen. Der, was du erkennst. Genau, der zu erkennen. Und einer von den Hauptrollen hat doch Tobias Moretti gespielt. Er hat einen von den Brennerbuben gespielt, eigentlich den ältesten von denen. Und dann waren halt schon ein paar für so bekannte Schauspieler von Österreich, von Deutschland. War ganz flott. Aber war echt nochmal interessant zu sehen, wie so ein Film eigentlich entsteht. Oder das ist ja bist du noch, das ist ein Damm. Morgendämmerung am Talschluss bei Kurzras. Um 5 brechen die Hirten mit ihren Schafen auf. Die sogenannte Transhumanz, der Zug auf die Sommerweide, beginnt. Durch wegloses Gelände geht es 1000 Höhenmeter hinauf in die Region des ewigen Eises. Für die Schafhirten ist es eine Gewalttour. Sie müssen beim hohen Tempo der Tiere mithalten und zugleich immer aufpassen, dass kein Schaf verloren geht oder sich verletzt. Die älteren Schafe, die schon häufig auf der Sommerweide waren, kennen den Weg genau. Sie können es kaum erwarten, an ihre fetten Futterplätze zu kommen. Die Hirten haben es nicht leicht, um da Schritt zu halten. Kurz mal verschnaufen? Das gibt's nicht. Weit oben auf 2800 Meter Höhe haben sie endlich Zeit für eine kurze Rast. Jetzt heißt es warten, bis alle da sind. Die Tiere können sich erholen und grasen. Gleich kommt der schwierigste Teil des Trails. Im hochalpinen Gelände müssen die trittsicheren Bergschafe auf den ausgebauten Wegen wandern, ob es ihnen passt oder nicht. Da hilft auch kein Meckern. Denn nun geht's über steile Berghänge und tiefe Schneefelder. Wie ein kilometerlanger Wollfaden windet sich die Reihe der Schafe durch die schneebedeckten Hänge. Die Schäfer und ihre irischen Border Collies sind auf der Hut. Hier darf nichts passieren. Denn wenn eines der Tiere an den Schneehängen ins Rutschen kommt, ist es verloren. Ein guter Zuchtbock ist rund 1000 Euro wert. Die wären dann futsch. Aber Unfälle passieren selten, denn Schafe sind geübte und erfahrene Bergsteiger. Als die Herde gegen Mittag an der Schutzhütte Schöne Aussicht ankommt, ist das Schwerste geschafft. Alle sind heil und unversehrt.
Jetzt ist erstmal eine Erholungspause angesagt. Auf die Mutterschafe mit den frischen Lämmern wartet das Taxi. Eine Pistenraupe dient als Gletscherexpress und transportiert Mütter und Kinder über Schnee und Eis hinunter ins Ötztal. Und bevor sich dann die große Herde über den Gletscher wagt, schnell noch ein Erinnerungsfoto für die Touristen. Es wird Zeit, aufzubrechen. Das Wetter ändert sich, dunkle Wolken ziehen auf. Das fürchten die Hirten am meisten. Wenn Nebel auf dem Gletscher ist, passieren immer wieder Unfälle. Eine wirksame Kontrolle über die 3000 Schafe ist dann nicht mehr möglich. Doch das Wetter hält. Und es geht sicher bergab hinunter nach Wendt, im hinteren Ötztal. In 3 Stunden werden alle dort sein, auf den fetten, nahrhaften Bergmatten des Rosentals. Doch drunten im Schnalsertal zieht es zu. Dann wird eine der schönsten Südtiroler Landschaften zu einer düsteren Kulisse für die Schauergeschichten der Spielfilme. Das Schnalztal ist bei Regisseuren ein beliebter Drehort und die cleveren Schnalser vermarkten die ehemaligen Filmbauten als Tourismusattraktion. Das war die Kulisse für den Alpenwestern Das finstere Tal. Alles so gebaut wie in einem amerikanischen Wildwestfilm. Der Friedhof vor dem Dorf. Der Galgen für die Gangster. Verfallene Bretterhütten. Wie in den Geisterstädten des Wilden Westens. Und ein Glockenturm. Dort läutet gerade Adalbert Weitaler Alarm. Er war als Komparse in allen Filmen dabei und ist Regisseur und Hauptdarsteller im Schnalser Bauerntheater. Schauspielerei ist sicher nichts Neues, nur nicht im Film, sondern auf der Theaterbühne, wo ich schon seit 36 Jahre tätig bin. Heimatbühne Schnals. Auch im jüngsten Film mit dem Titel Das finstere Tal spielte Adalbert mit. Das war ein Alpenwestern. Der Sommer, das Thema war hauptsächlich, da ist ein Fremder in ein Bergdorf gekommen im Herbst und dann wurde das Dorf eingeschneit und er ist nicht mehr rausgekommen. Aber der Grund war, dass er einen Racheakt auszuüben hatte, weil er ein Geheimnis mit sich trug. Und bis am Ende sind halt 7 Tote. Und jetzt, hat man gehört, kommt der Brad Pitt. Vielleicht kann ich da den Nütze spielen. Das wäre eine tolle Sache. Hollywood im Schnalz. Da packt Adalbert der Ehrgeiz. Gebäude da wurden alle eigens aufgestellt, nur für den Film. Und das ist eine Riesenarbeit. Adalbert war früher Hotelier. Im Ruhestand macht er nun Karriere als Filmstar. Ich musste einmal als Kutscher war ich tätig und als Metzger musste ich eine Sau schlachten.
Und das hat brutal ausgeschaut. Voll Blut. Das ist so Lebensmittelfarbe, rote. Ja, total alles rot. Weiße Schürze, die war rot. Dann einen Bart hatte ich auch. Eins, nur für den Film. Da schaut er doch recht finster aus, der Adalbert. Echt Alpen-Western-like. Und wirst du jetzt zur Premiere eingeladen? Ich hoffe es. Und da bin ich auch sicher anwesend, wenn sie mich einladen. Weil das wäre ja das Schönste. Bei gutem Wetter ist das Schnalz ein strahlendes Tal und kein bisschen finster. Es bietet seinen Gästen urige Kleinode wie den Finalhof. Er liegt auf 2000 Meter Höhe und war bis 1967 der höchste bewirtschaftete Kornhof Europas. Die im 15. Jahrhundert erbauten Häuser stehen unter Denkmalschutz. Er ist heute eine Jausenstation mit einem herrlichen Blick auf den Wernacker Stausee und die Ötztaler Alpen. Das Wandern auf den Schnalser Höhenwegen ist etwas für Genießer, die schweißtreibende Anstiege verabscheuen und ein Brettel Speck mit einem Glasel Roten mehr schätzen als Gipfelsiege. Diese Zeitgenossen sind auf der Bergelalm genau richtig. Da mag's auch der Hüttenwirt am liebsten gemütlich. Und die Umgebung punktet mit Stressabbau-Garantie. Am Taleingang eine wilde Felsenszenerie. Dort sind die Kletterer unterwegs. Ein Trainingsgelände für zwei Spitzenathleten wie Simon Gietl und seinen Partner Simon Niederbacher. Beide gehören zur Südtiroler Bergsteigerelite und machen sich schon mal warm für die Gipfel der Schnalser Berge, die sie für die nächsten Tage anpeilen. Nun wollen wir aber schnell mal nach den Finchgauer Schafen schauen, wie es ihnen in ihrer Sommerfrische auf den sattgrünen Hängen drüben im Rufental geht. Ein kulinarischer Traum. Fressen, soweit das Auge reicht. Da kommen sie im Herbst fett und erholt in die heimatlichen Ställe zurück. Wenn sich Schafe ihr Schafsparadies vorstellen, dann wird es bestimmt dem Rufental gleichen. Zurück im Schnalztal. Hier hat die Gemeinde Unser Frau einem weltberühmten Schnalser ein Denkmal gesetzt, indem sie ihm zu Ehren ein Dorf aus der Steinzeit nachbauten und dazu ein Museum errichteten. In der Schnalser Gemarkung hat man den Ötzi gefunden. Johanna Niederkofler, die Museumsleiterin, ist natürlich Ötzi-Expertin. Das ist jetzt ein echter
Ötzi-Pfeil. Das ist ein echter Ötzi-Pfeil, natürlich nicht das Original, das liegt in Bozen im Archäologiemuseum. Wir haben hier die Dinge, die der Ötzi bei sich getragen hat, nachgebaut und mit den echten Materialien. Man hat hier zwei unterschiedliche Hölzer verwendet zur Herstellung von dem Pfeil. Das ist einmal der wohlige Schneeball und der Hartriegel. Das sind zwei strauchartige Gewächse, die gute Eigenschaften haben für die Herstellung von einem Pfeil. Der muss eine gewisse Stabilität aufweisen. Wie hat man denn die beiden Hölzer verbunden? Man hat diese beiden Hölzer miteinander durch einen Kleber verbunden, der in der Steinzeit bekannt war und gleich funktioniert wie unser heutiger Heißkleber. Faszinierend, dass man tatsächlich in der Steinzeit schon einen Thermokleber mit der gleichen Festigkeit zur Verfügung hatte, wie wir das heute haben. Der Ötzi wurde von einem Pfeil getroffen, das zeige ich Ihnen auch gerne im Bild. Wenn Sie bitte mit mir kommen. Aber ja, sehr gerne. Im Röntgenbild sieht man sehr gut einen kleinen Pfeil in der linken Schulter. Hier auch noch einmal die Ansicht vom Rücken von Ötzi mit der Einschnittstelle hier vergrößert, wo er getroffen worden ist. Die Pfeilspitze hat eine Blutbahn verletzt, die zu ganz, ganz starken inneren Blutungen führt. Und Ötzi hat ganz bestimmt nur mehr wenige Minuten nach Eindringen dieses Pfeilschusses gelebt. Und er ist also auch ganz sicher direkt an der Fundstelle getroffen worden. Dann führt uns Frau Niederkofler aus dem Museum hinaus ins nachgebaute Ötzi-Dorf, um uns den Tatort zu zeigen. Wenn Sie da hinten hochschauen, jetzt leider ein bisschen von den Wolken verdeckt, dann sehen Sie die Fundstelle, das sogenannte Diesenjoch, das Tal, das hinaufführt zum Diesenjoch, ist das Diesental. Da ist der Ötzi aufgestiegen und oben auf 3210 Metern ums Leben gekommen. Mit den Alpinisten Simon Gietl und Simon Niederbacher machen wir uns auf den Weg hinauf zum Tissenjoch und zur Ötzi-Fundstelle. Beide sind erfahrene Bergführer. In der Nacht hatte es oben geschneit und Ötzis Weg ist jetzt kein gemütlicher Spaziergang mehr. Der Pfad ist steil und teilweise ausgesetzt. An manchen Stellen liegt der Schnee fast einen halben Meter hoch. Jetzt müssen beide aufpassen. Die Querung des Schneefelds ist nicht ungefährlich. Alles ist gut gegangen. Und die Bergsteiger sind jetzt gleich bei der Similaun-Hütte auf 3019 Meter Höhe. Von der Similaun-Hütte zum Hauslab-Joch bei der Ötzi-Fundstelle ist es noch gut eine Stunde. Aber das Wetter schlägt um.
Nebel und Schneefall setzen ein. Die Wegmarkierungen sind meist schneebedeckt und die Orientierung wird nun schwierig. Hoffentlich hat es da heute leichter gehabt, he? Ja. Es wird zunehmend ungemütlich und die beiden Bergsteiger brechen die Erkundungstour auf Ötzis Pfaden ab. Eins ist jedoch klar geworden. Vor 5000 Jahren waren für die Jäger und Hirten der Steinzeit die Wege im Hochgebirge mit großen Gefahren verbunden. Schaut nicht so gut aus. Gehen wir zurück. Ja, ja. Ah, schau, da ist ein Rückwand. Simon, was machen wir? Ja, ja, wahrscheinlich hat es nicht viel Sinn. Hä? Ich denke auch hier. Die Wächte, laut der Markierung müsste der Weg hier unten reingehen. Ja, nein. Weil die Fundstelle müsste ja gleich da drüben sein. 50, 100 Meter, hä? Maximal. Sparen wir uns den Weg. Ja, ja. Das ist nur noch gefährlich. Das Wetter zieht auch zu. Schau, wie es hier den Wind aufbreitet. Ja, ja. Schauen, dass wir ihn zurück weg wieder gut finden. Hä? Machen wir das. Dann war es trotzdem eine tolle Tour. Aber ich glaub, die Fundstelle ist eher da. Ja, wieder hinten. Ich denke auch. Wir haben im Hochgebirge in der Zeit, wo Sie jetzt gerade angesprochen sind, tatsächlich Nachweise, dass Menschen unterwegs gewesen sind. Vor 5300 Jahren hat der Ötzi gelebt und da können wir de facto 1:1 beweisen, mit welcher Kleidung man in der ausgehenden Jungsteinzeit im Hochgebirge unterwegs war. Da sieht man zum Beispiel sehr schön an den Schuhen, die letztendlich in einer Form gearbeitet wurden, sind wie im Prinzip auch unsere heutigen Bergschuhe mit einer Anti-Rutsch-Vorrichtung, wenn man so will, mit einer Isolierschicht innen, die hat aus Heu bestanden, und einer wasserabweisenden Schicht außen. In dem Fall war es das Fell von Hirsch, das man auf der Außenseite getragen hat. Wir dürfen davon ausgehen, dass Ötzi im Alltag gleich wie seine Zeitgenossen barfuß gelaufen ist. Und wir dürfen entsprechend eine dicke Hornhaut auf den Sohlen annehmen. Und dann hat ein Mensch keine Schwierigkeiten, mit dieser Sohle auf dem Gletscher unterwegs zu sein. Auch die restliche Kleidung, vermutlich eine Art Mantel und Leggings oder Beinkleider, Beinröhren, wenn Sie das so bezeichnen wollen, eine Art Lendenschurz. Und das Ganze war zusammengehalten von einem Gürtel, der ein kleines Täschchen dran hatte, wie unsere heutigen Bauchtaschen. Das war das so der Teil der Kleidung, wo er seine kleinen Schätze aufbewahrt hat. Vom Schnalsertal zweigt mit dem Pfossental ein kleines Seitental ab, das für seine intakte Natur und Schönheit bekannt ist. Damit das so bleibt, dafür sorgt der Schnalser-Jagdaufseher Moritz Santer. Er kontrolliert die Wildbestände und wacht über den Stolz des Pfossentals, die große Steinbock-Population. Die Steinböcke liegen Moritz Santer besonders am Herzen, denn vor 40 Jahren waren sie hier ausgestorben. Am Anfang der 70er Jahre sind die ersten drei Steingeißen gesichtet worden.
aber da war kein Stein, kein Bock dabei, dann hat es mit der Fortpflanzung nicht so richtig funktioniert. Aus Graubünden hat man dann eine Steingeiß mit einem Steinkitz und einem Jährlingsbock 1977 hierher gebracht. Und von da an hat sich dann jetzt die Population doch gut erholt. Wir haben, wir machen so jedes zweite Jahr Zählungen. Und hier im Pfossental sind das sind so circa 4.500 Hektar bis 5.000. Und da stehen zurzeit an die 500 Gams und an die 150 Stück Steinwild, was hier zurzeit ist. Als Jagdaufseher achtet Moritz Sander natürlich auch darauf, dass im Pfossental nicht gewildert wird. Mit der Jagd sozusagen beim Gamswild, da haben wir reguläre Jagd, aber beim Steinwild ist das ein bisschen schwieriger, weil in Italien zählt der Steinbock als ganzjährig geschützte Wildart. Dann können wir laut Zählung können wir einige Stücke, so ältere Stücke, die für die Population nicht mehr wichtig sind, und kranke Stücke werden halt einzelne Stücke können entnommen werden. Aber sonst darf man den Steinbock, die Steinbockpopulation wird nicht so intensiv bejagt wie die Gams, aber einzelne Stücke werden doch entnommen. Einst waren die Steinböcke in den gesamten Alpen so gut wie ausgestorben. Heute gibt es in Südtirol wieder eine große Steinbockpopulation. Auch dank der Wildhüter wie Moritz Sander. Vom Pfossental aus zeigt sich der Semilaun mit seiner steil abfallenden Nordostwand. Auf der Südseite ist sein Gipfel mit einer leichten Gletschertour über den Niederjochferner zu besteigen. Auch bei einer leichten Tour sind auf dem Gletscher Seil und Steigeisen Pflicht. Unsere beiden Bergsteiger Simon Gietl und Simon Niederbacher haben heute noch ihre Freunde eingeladen. Gemeinsam wollen sie auf den 3.606 Meter hohen Semilaun. Gestartet sind sie bei der Semilaun-Hütte. Von dort sind es nur 2 Stunden bis zum Gipfel. Auf halber Höhe führt der Normalweg dann entlang des schneebedeckten Westgrats angenehm hinauf. Was ist denn das an? Sehen wir noch hier. Ja, ich denke schon. Eigentlich nicht mehr. Na, weit. Toni, gib Schaum. Nun haben sie es gleich geschafft. Super. Super. Gut ist gegangen. Super. Gut ist gegangen. Perfekt. Wind geht auch noch. Ja, natürlich. Gletscher ist mit Sicherheit immer verbunden. Man soll, wie wir auch da gut sehen, mit Steigeisen Seil unterwegs sein, was halt auch auf dem Gletscher Grundvoraussetzung ist. Und auch dementsprechend auch mit Spaltenbergung mal etwas zu tun gehabt zu haben. Nein, wie es jetzt aussieht, habe ich jetzt keine Bange. Auch was für uns wichtig ist, unten ist ja der Gletscher ziemlich flach und momentan ist ja kein Schnee und kein Wind, dass er uns die Spuren wegmacht. Die Freude am Gipfel ist groß, als Wölfi eine Flasche Wein aus dem Rucksack zaubert. Nein, ist was Gutes. Jawohl, dann ist der aus dem Achsen. Jetzt wohl, los. Ah, oh, herrlich, das hätte ich gerne. Nur ein kleines Schlückchen für jeden. Die Flasche muss auch noch für das Filmteam reichen. Toll.
Nach der Gipfelparty packen die beiden Bergführer ein paar abgesägte Skier aus und wachsen die Laufflächen. Ja, lass gleich ein. Lass gleich duschen, Schicht. Rox, darf man. Wir sollen schon fair sein. Ja. Das sind Firngleiter. Mittlerweile sind sie nicht mehr so in wie früher. Aber das haben sie früher eben mitgenommen auf die Berge, um die Abstiege einfach zu erleichtern. Da hat man immer einen großen Spaß, große Gaudi. Und es geht halt in der Regel schneller wie zu Fuß. Sollte schneller gehen. Die Gaudi-Abfahrt auf Firngleitern vom Semilaun-Gipfel geht los. In den Hauptrollen die Ski-Comedians Simon Gietl und Simon Niederbacher. Zurück im Pfossental auf der Mitterkaser Alm. Dort zelebriert heute der berühmte Finchgauer Sternekoch Jörg Trafeuer ein Almmenü für Genusswanderer. So, dann gehen wir Ronny einen Salat ausgeben. Ein bisschen Thermo drauf. Der Starkoch vom Restaurant Kuppelrhein in Kastelbell übernimmt das Kommando in der Bauernküche. So, was magst du, Lele? Voilà. So. Wir legen sehr großen Wert auf heimischen Produkten, speziell Kräuter, Blumen. Und da sind wir eigentlich auch sehr stark an dieser Geschichte. Oder zum Beispiel haben wir hier, dieser Rettich wächst nicht unter der Erde, der wächst über der Erde. Und der hat wirklich einen wahnsinnigen, tollen Rettichgeschmack. Und dann haben wir noch hier die Kordenblumen, Ringelblumen, Malbe. Einfach diese Sachen, die man zuletzt nach dem Dressing noch oben drauf. Fantastische Farbe. Und wenn man sowas auf dem Teller hat, dann ist der Sommer eigentlich da. Wenn ihr die Wiesen draußen gesehen habt, das sind eigentlich die richtigen alten Kräutergärten, da wächst alles noch. Und dann da muss ja beim Vieh die Milch so nahrhaft sein und gut sein, wenn man das sieht. Also das ist schon einzigartig. Gell? Wenn man das Glück hat, in so einem Land aufzuwachsen und einer bewusst gesund essen will, er hat die Nahrungsmittel alle vor Ort. Also das ist authentisch, man kann sich mit denen einfach identifizieren und das ist einfach, wahrscheinlich lebt man auch gesünder. Sterneküche auf der Alm, locker und ungezwungen, das hat Charme. Locker und entspannt herrscht der große Meister auch über Töpfe und Schüsseln in der Bauernküche. Ja, Jens, jetzt geholt. Wenn man jetzt hier auf der Alm ist, haben wir eine Minze auf den Joghurt drauf getan. Das Joghurt von der Alm, die Milch von der Alm, die Sahne von der Alm. Das modern, aber mit heimischen Produkten, mit bodenständigen Produkten, aber immer erste Qualität, kommen diese Geschichten raus. Und das zur Zeit wahrscheinlich, sind die Südtiroler Gastronomie, ist da wahrscheinlich am stärksten in Europa.
Die Almbäuerin Fanny Reiner ließ den Starkoch natürlich nicht allein in ihrer Küche werkeln. Schon ein bisschen was gelernt beim Sternekoch. Ja, man sieht immer was Neues. Das ist ganz interessant, weil sowas haben wir jetzt noch nie gemacht. Nicht? Aber nein, es war ganz schön. Eigentlich ist es gut gegangen, der Jäger hat ja fest mitgeholfen und gekocht. Am Ende, wenn alle weg sind, ist für Fanny das Almmenü leider nicht zu Ende. Sie muss noch ihre Küche aufräumen. Es ist Mitte September. Drüben im hinteren Ötztal beginnt jetzt die Wanderung der Finchgauer Schafe zurück in die heimischen Ställe. Ihre Sommerferien auf den sattgrünen Matten des Rofentals sind vorbei. Für das Schnalztal ist die Heimkehr der Schafe das große Ereignis im Jahr. Viele Einheimische und auch manche Feriengäste begleiten die Tiere über die gesamte Strecke. Das ist auch gut so, denn für viele Lämpchen, die auf der Sommerweide zur Welt kamen, ist der Schafabtrieb zu schwer. Da sind alle für ein paar helfende Hände dankbar. Auch die Verletzten brauchen Hilfe und Begleitung. Im Herbst gerät die Herde auf 3000 Meter Höhe am Hochjoch, häufig in dichten Nebel. Dann ist die Orientierung schwierig. Bei diesen Wetterverhältnissen könnte eine Gruppe von Schafen vom Weg abkommen und sich verirren. Auch deshalb ist es gut, dass viele Leute den Zug begleiten. Wenn es bergab geht, wissen die Tiere, dass sie bald zu Hause sind. Dann drücken die Leithammel aufs Tempo, als ob sie es nicht erwarten könnten. Vielleicht sagen sich die Südtiroler Schafe nach ihrem sommerlichen Aufenthalt im österreichischen Ausland, eigentlich ist es doch zu Hause am schönsten. Thank you.